Einfach direkt springen, würde ich sagen. Ich wurde geportet. Hab ihn down. Ah, nice, Mann. Und das nur bei so einer 3-Dings-kurzen Treppe. Und der hatte Dia-Schuhe. Hey, ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Ender Kids. Wir spielen heute das Kid Stomper und der Stomper kann im Gegensatz zum früheren Stomper die Leute jetzt one-hitten, wenn er auf sie springt und fügt nicht nur noch 5 Schaden zu. Gut, dann haben wir noch den Baymarek heute dabei. Schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Und zack, erstmal Eisen. Ja, wallo, das ist das, was ich wollte. Ich wollte unbedingt 2 Eisen für ein Schwert haben und 2 Eisen für eine Schere. Dann wäre ich schon glücklich gewesen, das habe ich bekommen. Deshalb bin ich jetzt einfach happy und froh. Heute kam ja auch schon was kam heute noch? Genau, eine Runde auf... Ja. Ja, wie heißt der Spielmodus nochmal? Ja, genau. Mario Party. Genau, Mario Party. Und die hat euch anscheinend sehr gut gefallen. Die kam sehr gut bei euch an. Das hat mich auf jeden Fall zutiefst berührt. Und das hat mich echt sehr gefreut. Und ja, werde ich auf jeden Fall öfter spielen, wenn ihr das möchtet. Aber in letzter Zeit ist es ein bisschen stressig. Wenn jetzt heute kommen zum Beispiel 3 Videos. Und das ist halt schon teilweise ein bisschen stressig. Andere machen vielleicht ein Video am Tag und haben da den Ultra-Stress wie Marek zum Beispiel. Ja. Und ich mache 3 Videos am Tag, also versuche ich es zumindest. Also verzeih mir da, wenn da mal vielleicht einmal ein Video nicht kommt oder so. Das war des Öfteren schon so, dass... Was heißt des Öfteren? Ein, zwei Mal war das jetzt schon so, dass halt dann Leben nicht kam. Aber nicht, weil ich keinen Bock habe, Leben aufzunehmen, sondern einfach, weil es sich zeitlich nicht ausgegangen ist. Da muss ich aber flexibel sein und darf nicht sagen, ich möchte jetzt unbedingt Leben aufnehmen, denn wenn es nicht geht, dann geht's einfach nicht, Leute. Dann geht's einfach nicht. Da vorne ist ein Ungeheuer, da habe ich schon ein bisschen Angst vor dem. So, zack, erstmal was reinsnacken. Und zumindest, ja doch, das ist ein Ungeheuer. LOL, ey, ich bin ja auch Stomper heute. Ja. Und gerade habe ich mich hochgeworfen mit Blättern und der Typ war unter mir, hat die Blätter abgebaut und dann bin ich runtergefallen auf ihn drauf und er ist gestorben. Aber oh, ja. Ich weiß gar nicht, muss man sneaken oder? Nee, gar nicht. Man muss nicht sneaken. Ich bin einfach runtergehopft. Nee. Keine Ahnung, ich sneake immer, weil dann sieht das irgendwie cooler aus. Okay. Keine Ahnung, das wirkt dann irgendwie so krass, so, yo, ich stomp jetzt richtig auf deinen Kopf und brich dir damit dann irgendwie das Genick oder so. Alles klar. Alles klaro. Ja, ich fand das gestern sehr feierlich, dass so richtig viele Leute auf den TS gekommen sind gestern. Das hat mich echt sehr gefreut, dass ihr Bock hattet, da ein bisschen zu zocken, sag ich mal. 46 Block ist einer entfernt, das heißt da drüben. Oh, der schießt mit dem Bogen, der Lümmel. Na, das finde ich natürlich jetzt nicht so feierlich, wenn der da mich abschießen möchte. Weil immerhin bin ich doch sein Freund. Echt? Bist du ein Freund? Hast du Freunde? So, jetzt warte ich, bis er kommt. So, ich habe mich hochgesteckt. Er muss auf jeden Fall hierher kommen. Und dann springe ich auf ihn drauf. Er wartet einfach. Oh, schade. Wie heißt du? Jetzt bin ich im Wasser. Oh. Oh, oh. Nein! Ich bin's. Oh, er ist aber trotzdem noch gestorben. Ich hab's gehört. Er ist aber trotzdem noch gestorben, weil da steht. Moment, ich schreibe mal schnell ein Smiley. Ich heiße The Gamer. Und ja. Guck mal, ich habe hier so eine schöne Treppe gebaut, da ist ich hier runterstompen kann. Und jetzt könnte ich so richtig auf Marek stompen. Das machen wir, wenn wir alleine sind. Okay. Okay. Und ich will jetzt gerne auf dich stompen, Alter. Kannst dich unter mich stellen, dann kann ich auf dich stompen. Ja, wenn wir getauscht werden. Ja, genau, wenn wir getauscht werden. Oh! 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 Pass auf! Hast du ihn? Nein, oh, der hat einen Bogen. Scheiße. Oh, oh, Marek, das wird Boni. Hardcore. Boni. Ich seh euch! Ah! Hilfe! Marek! Ich komme! Ist richtig? Ich komme! Hä, wo ist der hin? Der ist gestorben, glaube ich, weil im Chat stand, dass du jemanden getötet hast. Jawohl! Marek, und jetzt stell dich unten hin, weil ich wurde jetzt geportet, das heißt, du wirst jetzt gleich geportet. Okay. Also, er wird unsichtbar, einfach direkt springen, würde ich sagen. Ich wurde geportet. Hab ihn down! Ah, nice, Mann. Und das nur bei so einer 3-Dings-kurzen Treppe. Und der hatte Dia-Schuhe. Boah, mega geil.
Also das ist echt gut. Also Stormbear ist auch so ein Kit, was man als Teamer richtig gut verwenden kann. Und jetzt schreibt nicht wieder in die Kommentare, Team ist so scheiße. Team ist in jedem Spiel hier in Ender Games erlaubt. Und wer was gegen Team hat, der sollte das Spiel einfach nicht spielen. Oder sollte SG spielen, wo Teams nicht erlaubt sind. Weil natürlich, ich spiele auch ganz, ganz oft alleine SG oder ich spiele auch ganz, ganz oft gegen Marek SG, aber wenn es uns doch spart. Oh toll, alle meine Sachen sind jetzt weg, die ich da jetzt eigentlich aufsammeln wollte. Aber wenn es uns Spaß macht, dann lasst uns doch, Leute. Ich meine, ihr werdet mit eurem Freund doch auch teamen, wenn ihr hier oben seid. Ihr werdet deswegen ihn doch nicht töten. Das ist doch Schwachsinn. Ja. Oh, 7 Diamanten. Dann mache ich mir gleich mal eine Diamanthöse. Damit sehe ich nämlich das sexy aus. Okay. Oh Marek, du bist bei mir in der Nähe, es leben noch alles 4 Leute. Klar. Ja, dann, ich wieder? Ja, dann stell dich natürlich unter mich. Nee, du wurdest ja nicht geportet. Doch, ich wurde gerade geportet. Ah, okay, ich auch. Oh. Hm. Ja, aber egal, dann komm du einfach unter mich. Weil ja. Ich bezweifle kaum, dass hier noch jemand Stomper ist. Ach man, weiß noch heute diese Teams mit diesem Bogen, die sie selber runtergeschossen haben. Alter, also ich find's echt witzig, was manchmal hier für Spieler sind. Also... Ja. Aber hier bin ich, Marek. Hier, komm rüber zu mir. Oh. Schnell. Nee. Guck doch um den Kompass, Marek. Ich weiß. Komm zu mir. Stell dich unter mich, mein Zaun. Okay. Alter, du siehst cool aus. Ja, ich habe auch eine schöne Ausrüstung. So. Aber das ist halt die beste Taktik, um auch das Kit quasi zu zeigen. Und... Oh nein, ich wurde geportet. Oh. Pass auf. Oh mein Gott, Alter, der ist richtig, richtig, richtig gut ausgerüstet. Okay, Marek, pass auf. Renn einfach in meine Richtung. Ich komme nämlich jetzt auch. Ich weiß mal nicht, ob du weißt, wo meine Richtung ist, aber ich komme jetzt einfach mal. Er hat einen Schnelligkeitstrank, Alter, der wird mich gleich. Nein. Er hat auch eine Ende. Ja, ich. Wurde geportet. Ja. Nein, du wirst sterben, ne? Nein, ich werde nicht sterben. Ich bin noch 106 Blöcke von ihm entfernt. Aber ich wusste halt, wo ihr seid. Ich bin geportet. Nee. Und ich hätte sonst den Goldapfel einfach gegessen. Ist. Hä? Achso, der hat ihn jetzt getötet, genau. Das heißt, wir müssten jetzt zu Shelling gehen. Das heißt, wir treffen uns jetzt erstmal. Dann machen wir die Falle, weil einer von uns muss geportet werden. Ja. Und dann funktioniert das. Moment, ich baue mich mal schnell hoch. Ich sehe dich schon. Da hinten. Ja, Hallöchen. Bist du das? Boah, okay, hast du da einen fetten Tower gebaut. Aber 3 Blöcke hoch reicht ja, Marek. Ja, das habe ich auch vorher erst gebaut. Ja, so. Wer wird jetzt gleich geportet? Wurdest du schon geportet? Ja, ich wurde geportet. Deswegen bleib du einfach unten stehen. Okay. Ja, und ich sehe ja eh, ob du... Sag einfach, wenn du wieder... Und wenn du oben stehst. Sag mir Bescheid, wenn... Oh, ich wurde geportet. Sprich. Hä? Er ist nicht gestorben. Oh, das war ein Känguru. Der ist instant weg. Ja, ich bin gleich bei dir. Ich bin gleich bei dir. Einfach laufen. Oh. Moment. Muss weg. Ich sehe dich. Okay. Ja, das ist der Typ. Der hat mich fast getötet. Achtung. Okay. Ich baue mich in der Zwischenzeit schnell hoch. Komm zu mir her. Nee. Ich opfer mich. Spring zu mir her. Nein, ich muss weg. So, ja. Das wird jetzt nochmal kurz spannend hier. So, wisst ihr was? Ich habe leider keine Enderperle, ich esse jetzt aber den Goldapfel. Und, oh Mann. So, jetzt muss ich da ganz schnell weg jetzt. Dann gehe ich hier oben auf den Baum drauf. Und wenn der jetzt kommt, dann springe ich auf ihn. Ich glaube, das ist eine gute Lösung. Ja, hoffentlich kommt er auch. Er sieht dich nicht. Er kommt. Er sucht aber ein bisschen nach dir. Mit dem Kopf. Okay. Nein! Scheiße, jetzt muss ich mich beeilen. Ja. Jetzt muss ich. Ich glaube, er hat auch keinen Bogen mehr. Und ich gehe jetzt einfach hier nach hinten und gehe hier hoch. Doch, er hat noch einen Bogen. Nein! Spring. Oh! Nein! Oh mein Gott! Alter, oh mein Gott! Zwei Herzen und ich bin tot. Nein. Oh nein. Deine einzige Chance ist nochmal ihm zu stoppen. Ja, genau. Einmal noch stormen und dann habe ich ihn down. Er kommt hinter dir her. Jetzt. Komm schon. Ich glaube, er weiß, dass ich Stomper bin. So, erstmal jetzt ganz schnell was essen, weil sonst... Er hat wieder 2 Pfeile. Er hatte keine Pfeile auf jeden Fall. Jetzt hat er nur 2. 1. Mann. Scheiße. Schieß einfach nicht. Er sammelt die scheiß Pfeile wieder ein. Ja. Boah, ich bin gerade so nervös, das glaubt ihr gar nicht. Oh, nein, scheiße. Und jetzt muss ich wieder hier hoch. Nein. Oh. Meine Güte. Das ist das Problem hier. Also ich muss jetzt einfach versuchen, ihn zu stompen. Ja, ich muss es einfach versuchen. Hätte,
wäre es viel einfacher auf jeden Fall. Oh, nein. Oh, oh. Okay, das war gut gerettet. Jetzt spring! Und zack, yes. Titi! Alter! Was nice. War das jetzt für ein Endkampf? Also wie ihr seht, Leute, obwohl ich immer so low life hatte und immer noch mit 2 Herzen oder so überlebt habe, hat mich quasi das Stomper-Kit gerettet und das war echt, Alter, also das war echt richtig, richtig hart. Und also mein Fazit zu dem Kit Stomper ist, dass ich das Kit richtig wirklich 100-mal, 1000-mal, 1000-mal verbessert hat. Und dass das jetzt wirklich ein Kit ist, was ich auch privat gerne spiele, weil es macht Spaß, auf Leute zu stompen, muss ich echt sagen. Also wenn jemand in der Schlucht ist, macht das Spaß. Und ja, schau doch unbedingt bei Marek vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen mit dem Kit Wizard. Gucken wir mal, was da morgen so abgeht. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Macht's gut und ciao.